Das ist die Frau, die die Modelwelt aufmischen will und anderen Model-Casting-Shows den Kampf ansagt. Mit ihrer neuen Sendung Das perfekte Model bei Vox will Eva Padbeck zeigen, wie man Mädchen auch für den Catwalk fit machen kann. Ahnung hat die 31-Jährige. Sie ist neben Claudia Schiffer einer der bekanntesten Model-Exporte und lief für Ralph Lauren und Calvin Klein. Warum sie jetzt mit dem Model-Business abrechnet, hat sie uns exklusiv verraten. Sie hat das gewisse Etwas, das, was Menschen als perfekt bezeichnen. Und eigentlich wirkt sie ganz harmlos, wie ein Mädchen von nebenan. Doch in ihr sieht es ganz anders aus. Sie will die Modelwelt wachrütteln und ist dabei ganz schön mutig, auch bei unserem Interview im Bayerischen Hof in München. Ich finde Manieren immer sehr wichtig. Im Großen und Ganzen ist, glaube ich, auch sehr wichtig, was dahinter ist und was man hinter dem Gesicht verbirgt. In der neuen Vox-Show Das perfekte Model sucht Eva Padbeck ein Mädchen mit Persönlichkeit und Modelpotenzial. Eins, wie sie selber auch war. Ab Frühjahr 2012 starten die Castings. Übrigens, perfekte Mädchen findet sie langweilig. Das perfekte Model, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich genau gibt. Also ich glaube, jedes Topmodel oder jedes Supermodel hat sicherlich auch irgendwo seine Makel. Und wir versuchen, die zu finden, bei der alles stimmt. Ganz bewusst wechselt die 31-Jährige jetzt die Rolle. Anstatt auf den Catwalk geht's vor die Kamera. Hier will sie mit Klischees aufräumen und den Nachwuchs nicht nur loben. Ich werde die Mädchen einfach beobachten und ihnen sagen, was mir auffällt und was sie verbessern können. Und ja, einfach eine gute Modelmama sein. Und diese hätte sie vor 13 Jahren als Model-Neuling auch gebraucht, als sie nach einem Fotowettbewerb in einer Jugendzeitung entdeckt wurde. Meine Karriere war sehr holprig zu Beginn. Die ersten 2 Jahre bin ich da eher so rumgedümpelt und habe versucht, Jobs zu bekommen. Eva Padbeck hat sich durch Rückschläge nicht beirren lassen. Heute gehört sie zu den gefragtesten Models. Vielleicht auch, weil sie anders ist. Gefahren wie Alkohol und Drogen ging sie stets aus dem Weg. Für die Karriere muss man diszipliniert sein, sagt sie. Man kann sehr schnell in dem Modezirkus abheben, wenn man von vielen Seiten hört, wie toll man aussieht. Und da muss man halt einfach aufpassen, dass man das nicht sich zu sehr zu Kopf steigen lässt. Also ich finde es immer wichtig, einfach einen Bezug nach Hause zu haben und zu den alten Freunden, weil die Modewelt ist toll und macht ganz viel Spaß. Aber es ist, sag ich immer, nicht das wahre Leben. In ihrem wahren Leben spielt er eine wichtige Rolle. Evas Jugendliebe Niklas Vogt. Seit 15 Jahren sind die beiden ein Paar. Seit 5 Jahren verheiratet. Ungewöhnlich für ein Topmodel. Ich glaube schon, dass es für uns ein großes Glück war, dass wir uns so früh getroffen haben. Ich glaube so ein bisschen an Seelenverwandtschaft. Und ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen. Alles andere wäre, weiß ich nicht. Passt auch gar nicht zu mir. Ach, wie herrlich normal. Auch dass Schatzi die 31-Jährige überall unterstützt. Sicherlich auch bei der neuen Vox-Show. Für den Rest gibt's ein Padbergsches Lebensmotto. Sei offen für neue Dinge. Eva Padbeck und das perfekte Model. Bewerbungen jetzt auf vox.de.